jetzt hagelt, wahnsinnig gefahren und nach Hause, um zu schauen, wie viel Hagel wird erreichen. Hey, es tut wie die Sau, wie die Sau. Angekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist hier schon bedeutend weniger. Man hört schon am Dach weniger, wo es schlägt. Es sind die Momente, ich sage es heute, die Momente, wenn man hört, es schlägt aufs Auto und ich kann gar nicht mehr aufsteigen. Es sieht nicht schlecht aus hier. Es sieht nicht schlecht aus. Nicht schlecht. Ich kann in den Rippen schauen. Eieieiei. So, also habe ich nicht. Ich bin jetzt ganz schnell nach Hause gefahren. Ja, ich möchte es wirklich selber sehen. Wie man sieht, kommt ein Hagel. Ein Hagel kommt auf einem zu. Das wollte ich einfach schnell selber sehen. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also mir Hagel noch keine Körner am Boden. Ey, ein Dorf weiter. Also heruntergehagelt. Hagelprognose echt kacke. Aber ich muss schon sagen, wir haben hier wieder verdammt höhere Schwein gehabt. Ich wünsche niemanden einen Hagel und jetzt ist schon schön, wenn es. Man kann echt im Regen tanzen, muss ich sagen. Und sagen muss, yeah. Nichts passiert. Echt Schwein gehabt. Ein Dorf weiter hat es runtergeregnet, Sturmfront und gehagelt wie verrückt. Das ist wirklich kein schöner Anblick. Aber wenn ich hier reinschaue, alles gesund. Alles gut. Sind wir nochmal mit einem. mit einem. Sagt man blauen Auge? Nein, das ist kein blaues Auge. Es ist was anderes. Ist auch egal. Ich bin einfach froh, dass nichts passiert ist. Gehe ich wieder zurück zum Fest und mache mir eine gute Zeit. Hey, Scheiße, echt. Ich weiß, allen dort, wo es gehagelt hat, ich weiß, worüber gehagelt hat. Ich habe die Karte angeschaut. Man kann wirklich drücken. Hagel. Und dann siehst du überall, die ganz Kanton Zürich. Überall blinkt es auf. Hagel. So, also, ich werde nochmal die Hagelkarte checken. Dann auf der Hut sein und dann mal abwarten, was passiert. Ja, man kann ja eh nichts machen. Wenn es hagelt, dann hagelt es. Dann muss man auf den nächsten Tag die Reben aufpeppeln. Ja, ich bin jetzt klitschnass. Dann gehe ich schnell hinein, mich umziehen und dann vielleicht gibt es auch ein Update. Wenn es kein Update gibt, dann ist alles gut. War alles gut und dann machen wir eine kleine Pause und alles nass. Sturmflut. Also dem Fall, ja, das Vorspiel der anderen. Tschüss.